Ja, und es geht gleich weiter mit Tirol. Bei mir ist jetzt der Martin Walser. Du kommst zu uns aus einem ganz bestimmten Grund, weil heute ist ja auch so eine kleine Deadline, eine wichtige Deadline für Unternehmer. Welche ist denn das? Ja, in wenigen Stunden ist es soweit. Da gilt dann in der gesamten Europäischen Union die Datenschutzgrundverordnung. Wir haben das jetzt alle die letzten Tage, die letzten Wochen intensiv gehört. Wir können es schon nicht mehr hören eigentlich. Ja, es wird hoffentlich nicht die Sonne vom Himmel fallen morgen. Also wir werden sehen, was wirklich kommt. Das werden die nächsten Monate und Umständen sogar Jahre zeigen, was da draus wird. Na, ich hoffe, du gibst jetzt denjenigen, die last minute unterwegs sind, ein paar Tipps oder beruhigst sie ein bisschen. Ja, es ist so, wir haben heute noch ein paar ausgewählte Themen dabei und ich denke, man kann das schon in den Griff bekommen. Also es ist nicht so, ich möchte heute auch versuchen, den Leuten ein bisschen die Angst zu nehmen. Ja, ich glaube, es ist ja besonders schwierig eigentlich für so Kleinstunternehmer, weil erwischen will man ja die Großen und die Kleinen müssen wie immer wieder mal mitmachen. Oder wie siehst du das denn als Rechtsanwalt? Ja, man kann sagen, dass es statistisch gesehen oft sogar eher die Kleinen sind, die nicht so genau schauen bei der Datensicherheit. Und man kann nicht ganz ausschließen, dass der Gesetzgeber auch die Kleinen durchaus bewusst hier mit ins Boot holen wollte. Okay, das hat also einen Grund. Jetzt schauen wir mal, was wirklich durchgesetzt wird. Du selbst bist Rechtsanwalt in einer Kanzlei bei Bendelmeier. Und was gibt es denn da noch für Spezialgebiete von dir, die du sonst in üblicher Weise betreust, abseits von Datenschutz? Naja, sehr verwandte Themen. Unsere Kanzlei ist spezialisiert auf geistiges Eigentum, Marken, Muster, Patente, unlauterer Wettbewerb. Ich mache sehr viel Informationstechnologierecht, Medienrecht und das ist natürlich sehr verwandt, die ganze Thematik, weil immer wenn ich IT-Recht habe, bin ich ja sehr rasch im Datenschutz drinnen. Ist da auch die Medien-Enquete, die in Kürze kommt, für dich spannend oder ist das noch ganz weit weg von Gesetzen? Naja, es ist durchaus spannend, wenn man in diesem Bereich tätig ist, muss man alle neuen Trends immer beobachten und wir wissen, wir Juristen hinken immer dem Zeitlauf hinterher, aber die Gesetze gelten halt on und offline und für alle Arten von Medien. Okay, na von dem her sind wir mal gespannt, was denn wirklich so kommt und du wirst uns jetzt noch im Detail ein bisschen was erzählen, in Kürze, ich schätze in 20 Minuten ist es soweit. Viel Spaß bis dahin. Dankeschön.